Hey Leute, heute ist es soweit. Ich drehe meinen ersten Vlog. Viele von euch haben sich das ja sehr gewünscht. Das Ganze hat nur einen kleinen Haken, und zwar werde ich die Vlogs auf Deutsch durchführen. So, und der ganze Spaß geht auch schon gleich im Badezimmer los. Und zwar jeden einzelnen Morgen. Denn Vitali meint ja immer, seine ganzen Kosmetik-Sachen hier vorm Spiegel abstellen zu müssen. Und ich persönlich kann es einfach nicht aufstehen, wenn hier alles vollgestellt ist. Von daher, das erste, was ich jeden Morgen mache, ist aufwachen, hier ins Spiegel gehen und alles schon einordnen. Ich meine, das Ganze ist doch eigentlich gar nicht so schwer und sieht im Endeffekt viel besser aus. Und da das jetzt erledigt wäre, jetzt will ich ab unter die Dusche. Just for record, die Pinke ist von Vitali, nicht meine. So, und ich kann euch schon mal sagen, was als nächstes anstehen wird, sobald ich mir Frühstück gemacht habe und in Ruhe aufgegessen habe, und zwar einkaufen. So sieht das Ganze dann unverrührt aus. Das Ganze schmeckt viel besser, als es aussieht, das verspreche ich euch. Ich esse es ja immerhin jeden Morgen. So, also, ich bin fertig mit Frühstück. Ich habe auch gerade eben mit Vitali geschrieben. Er ist nämlich auf dem Weg nach Hause von der Schule, aber ich habe ihm klar gemacht, dass ich gerne Einkauf machen würde. Insofern hole ich ihn jetzt gleich von der U-Bahn ab. Regisseur, you're late. So, wir haben auch schon mit Einkauf angefangen. Ich habe mich dazu entschieden, heute Thai Curry zu kochen. Insofern gibt es gleich jede Menge frisches Gemüse. Geht in mir das elektrische Haus aus. So, wir werden dann soweit mit Einkauf und gehen jetzt nach Hause. Ab ans Kochen, denn wir haben riesen Hunger. Right? Hm? Right? Hungry Kitty? Mm-hmm. What? One guy feed me in a toilet. Oh, I see. Ich muss sagen, das Wetter ist wirklich herrlich heute. Sonnenschein, aber nicht zu warm. Nicht zu warm? Nicht zu warm. Ja gut, wenn man ein T-Shirt runter anzieht, ist man auch selbst schuld. Und genau so sollte es immer aussehen. Und mit all diesen frischen Zutaten werde ich jetzt gleich was Leckeres kochen. Und ihr dürft mir gleich dabei zuschauen. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen Gemüsecurry mit Basmati-Reis zu kochen. Und das heißt im Klartext Basmati-Reis, Kokosmilch, Zwiebeln. Ich Basmati-Reis, Kokosmilch. Ja, das kommt davon, wenn man drei Sprachen spricht. Vergiss mal ab und zu gerne ein Wörtchen. Basmati-Reis, Champignons, Kokosmilch, Paprika, Karotten, Zucchini, Brokkoli, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Und natürlich auch noch Curry. No, don't be an ass. No. Lecker Gemüsecurry mit Reis. Wir haben jetzt Sonne gegessen. Jetzt heißt es erstmal kurz ausruhen und dann gehen wir rüber ins Fitnessstudio. Richtig? Ja? Mhm. Dumme Katze. Hm. Ich habe sowas von keinen Bock. Ich will zu Hause bleiben. Verdauungskuscheln. What? Hm.
This hand is shit. This what? This hand is shitty. I hate it. Don't use it. Hey, Vitali. Want some fluffy nuts tonight? Who's calling a product that way? People are nuts. Don't touch this. No. No. Wir sind wieder daheim. Wir haben uns jetzt für Pizza entschieden. Wir machen uns jetzt tolle Pizza und dann geht's ab auf die Couch und Film schauen. Oh. So, die Pizza ist schon im Ofen und backt schön vor sich hin. Vitali nimmt gerade noch eine Dusche. Und für mich wird es Zeit, jetzt die Kerzen anzuzünden. So, das war auch die letzte Kerze. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt Kerzenschein so gut wie überall. Der virtuelle Kamin brennt auch schon. Pizza ist auch gleich fertig. Das Einzige, das jetzt noch fehlt, ist Vitali und ein toller Film. Mmh. Selfmade Pizza, Best Pizza. Hey, da wären wir am Ende des Tages angekommen. Wahnsinn. Das war echt ein verdammt langer Tag. Peter ist mittlerweile im Bett und schlummert vor sich hin. Und ich will ihn eigentlich auch nicht allzu lange warten lassen und mich dazu gesellen. Aber ich will noch unbedingt hier das Ende für euch aufnehmen, denn ich fand es schade, es einfach irgendwo abzubrechen und mich zu verabschieden. Das hier war mein allererster Vlog immerhin und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Einiges hätte wahrscheinlich besser laufen können. Einiges hätte durchaus schlimmer laufen können, aber im Großen und Ganzen, denke ich, bin ich eigentlich zufrieden. Aber jetzt ist es auf jeden Fall an der Zeit, ins Bett zu gehen, zumal da dort eine Katze auf mich wartet, die unbedingt gekuschelt werden muss.